Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Tipps und Trends im harten Lockdown. Derzeit herrschen schwierige Zeiten in vielen Bereichen, aber auch das überstehen wir wieder gemeinsam. Ja, es gibt einige Entscheidungen im Leben, die trifft man nicht einfach mal so. Dazu zählt auch der Kauf und Verkauf einer Immobilie. Vertrauensvolle, professionelle Hilfe in allen Immobilienfragen erhalten Sie von der Immoliesel in der Innenstadt von Kaufbeuren. Immobilien und Beratung mit Herz, das gibt es bei der Immoliesel in Kaufbeuren. Wer eine Immobilie kaufen, verkaufen oder mieten möchte, bekommt hier genau die Beratung, die er braucht. Freundlich, offen und professionell wird hier dem Kunden geholfen. Und das immer auf Augenhöhe. Jede Immobilie ist mehr. Ob wir im gewerblichen Bereich reden, wo es vielleicht darum geht, meine Existenz zu sichern, oder egal ob Wohnung oder Haus, ein Zimmer-Apartment, Villa. Es geht um viel Geld, aber im Endeffekt, es ist unser Zuhause. Egal, ob man sich umschauen möchte oder ob große, schwierige Fragen auf dem Herzen liegen. Die Türen der Immoliesel stehen allen offen. Familien mit Kindern können sich hier dank der Kinderspielecke genauso entspannt über Immobilien informieren wie Paare, die ein neues Eigenheim suchen. Die Zeit und Ruhe, die jeder ganz individuell braucht, um solch wichtige Entscheidungen zu fällen, gibt es hier auf alle Fälle. Umfassende Kompetenz für die perfekte Beratung gibt es bei der Immoliesel, denn Ruth Essenwanger ist nicht nur geprüfte Maklerin, sondern auch Bausachverständige für Immobilienbewertung. Wenn eine Immobilie mehreren Personen gehört und man muss dann eine Entscheidung treffen, dann braucht man einen Wert der Immobilie und dann kommen wir ins Spiel. Ins Spiel, das kommt die Immoliesel bei vielen. Denn schließlich findet man hier einen Ansprechpartner, dem man sein Vertrauen schenken kann, bei der Immobilienmaklerin mit Herz. Von Infrarotkabinen haben Sie sicherlich schon mal gehört. Sie bieten ähnlich wie eine Sauna Entspannung und Wärme. Man findet sie inzwischen nicht nur in Hotels, denn die Firma Physiotherm bietet seine weltweit einzigartigen Infrarotlösungen nicht nur für Privathaushalte, sondern sogar für den Büroalltag an. Und vielleicht wäre das ja auch mal was für Sie. Ein Infrarotstrahler, der direkt auf die Haut geht, der Wärme und Entspannung bringen und beispielsweise bei Rückenschmerzen helfen soll. Das ist das Konzept von Physiotherm. Sei es auf Liegen, am Bürostuhl oder klassisch in einer Infrarotkabine. Im Beratungscenter an der Memminger Straße in Kempten wird viel Wert darauf gelegt, dass für jeden eine Wärmelösung gefunden wird, die genau den jeweiligen Anforderungen und Wünschen gerecht wird. Ganz von Anfang an hat Physiotherm im Endeffekt geschaut, dass man mit einem Arzt zusammenarbeitet. Also wir haben einen eigenen Arzt im Hintergrund stehen, den man auch befragen kann bei bestimmten Erkrankungen, wo er sagt, aus seiner Erfahrung ist es zum Beispiel nichts, die Infrarotkabine herzunehmen oder bestimmte Dinge einfach damit zu machen. Das haben wir alles gemacht, einfach um die Sicherheit unserer Kabinen zu gewährleisten. Das liegt unter anderem an den einzigartigen Sensoren, die die Temperatur direkt auf der Haut messen. Zudem lassen sich Strahler und Kabinen individuell anpassen. Zusammen mit Ölen, Licht, Musik und der einfachen Steuerung per App wird so dafür gesorgt, dass Verspannungen gelöst, die Durchblutung erhöht und das Immunsystem gestärkt werden kann. Und wer sich erst einmal persönlich überzeugen will, in dem Beratungscenter in Kempten kann man bis zu 6-mal die Infrarotkabinen selber testen, denn mit der wohligen Entspannung in den eigenen 4 Wänden am Ende nichts mehr im Wege steht. Kommen wir zu unseren Haustieren. Geht es Ihnen gut, dann geht es auch uns gut. Und genauso ist es für uns umgekehrt, wenn Sie mal krank oder verletzt sind. Dann brauchen die Tiere, so wie wir Menschen, auch einen Arzt. Einen, der sich liebevoll um sie kümmert, so wie die Kleintierspezialisten in Kempten. Wir haben schon vor längerer Zeit das Team um Dr. Dirk Römer mal besucht. Tier und Mensch in guten Händen. Als Fachpraxis und Überweisungszentrum bieten die Kleintierspezialisten Kempten hier für Hund, Katze und Heimtiere von Vorsorge, Diagnostik bis zur Behandlung professionelle und liebevolle Betreuung. Mit modernsten Geräten und einem hauseigenen Labor für schnelle Ergebnisse umsorgt das Team auf Klinikniveau seine Patienten.
Wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Zum einen sind wir ja alle spezialisiert. Das ist der große Vorteil, dass diese unterschiedlichen Spezialisierungen dann auch alle zusammenfließen. Zum Beispiel morgens in einer Visite, in einer gemeinsamen Visite, wo wir dann gemeinsame Patienten besprechen, Röntgenbilder vom Vortag besprechen und aufkommende Fragen direkt beantworten können und somit unterschiedliche Meinungen von unterschiedlichen Disziplinen alle in einen Fall einfließen können. Wir fühlen uns hier immer sehr, sehr gut aufgehoben, sehr gut betreut. Pebbles ist hier auch schon mehrfach operiert worden, weil sie auch schon einen Tumor an der Pfote hatte. Und sie kriegt hier alles. Sie wird geimpft, wir haben hier das Gesamtpaket. Und wenn ich anrufe mit ihr, was ist, ihr kommt sofort dran. Und egal, bei wem wir sind, sie sind alles sehr kompetente Ärzte. Kompetente Hilfe für den Patienten, ein offenes Ohr und Informationen für den Patientenhalter bis hin zu Beratungen. Und so wird hier jedem geholfen, der hier, reingedackelt kommt. Den Einstieg ins Musizieren zu schaffen, ist manchmal gar nicht so einfach. Gerade am Anfang braucht man Zeit und auch Hilfe bei der Auswahl des richtigen Instruments, vom Unterricht mal ganz abgesehen. Genau an dieser Stelle greift das Konzept von Günther Schneider und seiner Musikalpe in Oberstaufen an. Denn wenn Sie zum Beispiel Akkordeon oder auch Steirische lernen wollen, dann gibt es hier so etwas wie eine Rundumversorgung. In Wengen bei Oberstaufen liegt sie, die Musikalpe von Allrounder Günther Schneider. Allrounder deshalb, weil man hier rundum versorgt wird. Wer möchte, bekommt hier beispielsweise Gitarre, Akkordeon oder Steirische. Außerdem gibt es jede Menge Zubehör und praktische Hilfsmittel. Einstellarbeiten oder kleinere Reparaturen können vom Betreiber auch gleich vorgenommen werden. Neben Beratung und Verkauf geht es hier aber vor allem um zwei Dinge: um den Spaß an der Musik und den Musikunterricht für praktisch alle Altersklassen. Das sind Geschäftsleute genauso wie der einfache Handwerker und das Alter geht wohl ab 4 mittlerweile bis zu 80 in dem Dreh. Es sind viele Leute, die dann auch im Ruhestand noch sagen, du, ich möchte was tun für die Freizeit, ich möchte mich beschäftigen, sinnvoll beschäftigen. Und das soll ein Hobby sein, das nicht allzu viel kostet dann auch, aber Spaß macht. Auch wenn es vielleicht ein bisschen abgedroschen klingt, der Spaß kommt bei der Musik auch mit dem Üben, dem Besserwerden und davon mit anderen zu musizieren. Da hilft es natürlich auch, wenn der Unterricht locker und entspannt abläuft. Dann bleibt man mit Spaß dabei und lernt ganz nebenbei immer was dazu. Das Konzept von Verkauf, Wartung und insbesondere Unterricht geht auf bei Günther Schneiders Musikalpe in Oberstaufen. Gerade auch hier bei uns im Allgäu hat die Tracht noch Tradition. Und sie kann sehr vielfältig sein, denn besondere Dirndl und Trachten, die gibt es bei Achim Klein und seinem Team in der Almwelt in Kempten. Und auch wenn die Almwelt jetzt im Winterschlaf ist und Sie nur übers Internet einkaufen können, so wird sie auch bald wieder für Sie da sein. Ein Blick ins Almwelt-Stammhaus in der Kemptener Innenstadt. Wer auf der Suche nach einer schönen Tracht oder einem Stück moderner Tradition ist, hier ist man definitiv an der richtigen Stelle. Die Auswahl ist groß, die Beratung erstklassig und wer sich mit dem Personal hier unterhält, merkt gleich, Offenheit und Freundlichkeit werden hier ganz groß geschrieben, eben passend zum Grundkonzept der Almwelt. Wir sind Tracht, aber trendbewusst, frisch, modern und fetzig. Bei uns geht es natürlich, egal ob die Allgäuer Tracht oder für Vereine natürlich auch, eine speziell angefertigte Tracht, ob zusätzlich moderne Hemden zu einer tollen flippigen Weste, wir können alles anbieten. Was man hier auch gleich merkt, das gesamte Almwelt-Team lebt diesen Gedanken von frischer Trachtenwelt und moderner Tradition. Und das nicht nur im Stammhaus in Kempten, sondern auch in den Filialen in Memmingen, Salzburg, Augsburg und Straubing. Das Beste an der Almwelt aber ist, von dem freundlichen Team und der großen Auswahl mal abgesehen, dass es auch einen umfangreichen Shop im Internet gibt. Egal ob Lederhose oder Haferlschuh, ein Blick auf die Homepage lohnt sich bei der Almwelt auf jeden Fall. Ja,
Ja, da hat man sich nun für viel Geld ein neues Fahrrad oder ein neues E-Bike gekauft. Und schon nach der ersten Tour schlafen die Arme ein, die Schultern schmerzen und der Sattel zwickt und drückt. Das liegt oft daran, dass das Rad noch nicht optimal auf seinen neuen Besitzer eingestellt ist. Die Sattelkompetenz in Waltenhofen hat sich aufs Bikefitting spezialisiert. Für mehr Spaß am Fahrradfahren. Bei der Sattelkompetenz, wie hier in Waltenhofen im Allgäu, legt man Wert auf individuelle Beratung beim richtigen Einstellen des Fahrrads oder E-Bikes. Darum sollte man rund 2 Stunden Zeit und sein eigenes Fahrrad zum vereinbarten Termin mitbringen. Mit dem geschulten Auge fürs Detail lässt sich dann feststellen, an was es liegt, dass man mit seinem Rad nicht die Freude hat, die man haben könnte. Es gibt 3 Kontaktstellen beim Rad: Hintern, Hände und Füße. Und wenn die Winkel und Hebel dazwischen nicht korrekt sind, dann kommt es automatisch zu mehr Druck auf den Händen oder zu Nackenproblemen oder auch dazu, dass das Becken falsch steht und Leute diverse Probleme haben, ne? Wie ich schon aufgezeigt habe, ob mit dem Steiß, mit dem Schambeinbogen, Sitzbeinhöcke etc. Die möglichen Folgen? Probleme beim Sitzen, Taubheit in Händen und Füßen sowie Nacken- und Rückenbeschwerden und. Deshalb schaut man neben den Lenkergriffen auch den Fahrradsattel und die Druckverteilung dort genau an. Nach einer eingehenden Analyse wird dann entsprechend der Untersuchungsergebnisse ein anderer Sattel vorgeschlagen. Das Besondere hier: alle Sättel werden selbst hergestellt und die Auswahl ist riesig. Hier wird nicht nach einem passenden, sondern nach dem richtigen Sattel gesucht. Erst wenn alles durch eine weitere Messung bestätigt wurde, ist man bei der Sattelkompetenz zufrieden. Denn das Ziel ist klar: aus einem Rad soll ein auf den Kunden und seine Bedürfnisse maßgeschneidertes Rad werden. Schneebedeckte Berge, tolle Pässe und Landstraßen durch unsere wunderschöne Landschaft. Es gibt wohl jede Menge Gründe, warum das Allgäu auch bei Motorradfahrern so beliebt ist. Einer der bekanntesten Händler dafür ist Zweirad Meggle in Reichholzried. Ein echter Treffpunkt für Motorradfahrer. Zweirad Meggle in Reichholzried ist seit inzwischen mehr als 25 Jahren Ansprechpartner für viele Motorradfahrer im Allgäu. Und beinahe ebenso lange hat man sich hier auf Modelle von Kawasaki spezialisiert. In dem inhabergeführten Familienbetrieb legt man auf Service und Qualität allerhöchsten Wert. Ein besonderes Angebot bei Zweirad Meggle ist die Vermietung von Motorrädern. Ein Angebot für Kunden, die gerne eine Ausfahrt machen wollen, aber auch für solche, die ein Motorrad gerne kaufen würden. Man kann mal einen Pass hochfahren, man kann mal ein Stück in die Autobahn fahren. Und da liegt einfach der Vorteil vom längeren Fahren, dass man sich dann wirklich sicher ist, ob das richtige Motorrad für jemanden ist. Wenn das Motorrad dann das richtige ist und es kommt zum Kauf, dann wird natürlich der Mietpreis, den man vorher bezahlt hat, verrechnet. Für Fahranfänger gibt es einen sogenannten Starterbonus. Je nach Hubraum des Motors können so bis zu 800 Euro pro Maschine gespart werden. Das Angebot von Zweirad Meggle umfasst aber noch mehr. Gebrauchte Motorräder aller Marken können hier ebenfalls in Zahlung gegeben und gekauft werden. Wer sich eher für Motorroller interessieren sollte, auch hier gibt es eine breite Auswahl an Modellen. Egal für welche Art von motorisierten Zweirädern man sich auch interessiert, ein Besuch bei Zweirad Meggle in Reichholzried lohnt sich auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei Ihnen wieder fürs Zuschauen. Machen Sie sich trotz Lockdown ein paar schöne Feiertage und bleiben Sie weiterhin zuversichtlich. Bis zur nächsten Tipps und Trends-Ausgabe. Tschüss und auf Wiedersehen.